Ja, erstmal herzlichen Dank für die Vorstellung und für die Einführung. Ich teile jetzt mal meinen Bildschirm und hoffe, das funktioniert so wie geplant. Ups, so. Jetzt kann man das, glaube ich, auch noch groß machen. So, sollte jetzt geklappt haben. Ja, vorab, ich muss sagen, ich bin total aufgeregt. Man hat doch so selten die Chance, sich so kurz zu fassen, gerade wenn man in der Lehre tätig ist. Ich hoffe, ich konnte das ganz gut abpassen, dass es mit dem Zeitmanagement hinkommt und dass Sie trotzdem viel davon mitnehmen. Ich habe mich heute entschieden für das Thema Einstieg in die inklusive Hochschullehre. Ich werde Ihnen gleich natürlich auch ein bisschen was dazu sagen, was das bedeuten soll und ja, was das überhaupt sein soll. Ich habe mich hier nicht für PowerPoint entschieden, sondern für Book Creator. Ich möchte dazu gar nicht so viel sagen, sondern ich fange einfach mal an. Dann sieht man, glaube ich, wo auch so ein bisschen das Potenzial des Mediums drin liegt. So, wir blättern einfach mal los. Und zwar habe ich mir lange überlegt, wie kann ich eine geschlossene kleine Einheit heute anbieten, wo Sie trotz der knappen Zeit ein bisschen was mitnehmen können. Und da habe ich mich für den Einstieg in die inklusive Lehre entschieden. Und Einstieg kann man hier auf zwei Ebenen verstehen. Das eine ist, dass ich Ihnen überhaupt erstmal den Begriff näher bringen möchte, weil der ja vielleicht vielen doch nicht so geläufig ist. Was ist damit überhaupt gemeint? Und das andere meint Einstieg wirklich ganz, ganz praktisch. Also zu schauen, wie kann ich überhaupt mit deklusiver Lehre anfangen? Wie schaffe ich in der ersten Sitzung sowas wie eine deklusive Lehr- und Lernatmosphäre? Wie fange ich eigentlich an? Natürlich könnte man zu deklusiver Lehre ganze Wochenendseminare füllen, aber ich glaube, dass sowas ganz Konkretes mit den ersten Schritten vielleicht wirklich im doppelten Sinne ein ganz guter Einstieg ist. Sie können mich zwischendurch gerne bremsen und auch Rückfragen stellen. Ich versuche, das ein bisschen im Blick zu behalten. Ansonsten haben wir hoffentlich hinterher auch noch ein bisschen Zeit, miteinander ins Gespräch zu kommen. Sie sehen hier außerdem diesen Lautsprecher-Button auf dieser Folie. Das spielt jetzt im Vortrag keine Rolle, aber Sie bekommen ja auch den Link zu dieser Präsentation. Und wenn ich dann gerade nicht vor Ort bin, können Sie auf diesen Audio-Button auch klicken, dann wird Ihnen das automatisch vorgelesen, was dort so steht. Kommen wir einmal so ein bisschen zum Theorieteil. Was ist überhaupt Deklusion? Man kann schon so ein bisschen sagen, es ist eine Art Modebegriff. Und zwar setzt er sich zusammen aus digitale Medien und Inklusion. Also wenn Sie beides zusammenziehen, haben Sie Deklusion. Sie sehen auch diesen Hashtag davor. Das heißt, es ist ein Begriff, der in der Twitter-Landschaft entstanden ist, hauptsächlich im Bereich von Schule. Das heißt, dort hat einfach mal jemand die Begriffe so zusammengezogen und das so verwendet und das hat sich dann verselbstständigt. Es meint im Grunde tatsächlich diese Schnittmenge, wie nutze ich digitale Medien, um inklusive Lehr- und Lernszenarien zu entwickeln. Sie können sich gerne etwas tiefer einlesen. Ich habe das Ihnen hier auch verlinkt. Ich wollte mich heute damit etwas kürzer fassen, nur überhaupt den Begriff mal klar machen. Jetzt kommt dieser Begriff hauptsächlich aus der Diskussion rund um Schule und weniger rund um Hochschule. Trotzdem bin ich der Meinung, dass Deklusion auch in Hochschule ganz viel Potenzial hat und ganz viel kann. Ich habe die Funktion hier so ein bisschen mal zusammengefasst. Zum einen bringt Deklusion eine klare Verwendung und Funktion in die Nutzung von digitalen Medien. Das heißt, wir nutzen digitale Medien nicht, um sie zu nutzen, einfach weil es modern ist oder weil es was Neues gibt, sondern man hat wirklich die Absicht, etwas damit zu erreichen. Ich nutze digitale Medien, damit meine Lehre für eine größere Menge von Studierenden greifbar wird. Das ist auch schon der nächste Punkt. Ich habe mehr Differenzierungsmöglichkeiten, weil ich mehr verschiedene Kanäle bedienen kann. Vielleicht ahnt man es hier an der Präsentation schon. Ich kann Bilder, Texte, Audios, Videos und so weiter mithilfe von Deklusion vereinen und damit mit relativ wenig Aufwand eine größere Heterogenität ansprechen. Damit ermöglichen wir größere Teilhabe und Barrierefreiheit. Und nicht zuletzt haben wir ja alle die Querschnittsaufgabe, auch sowas wie digitale Kompetenzen oder Soft Skills zu fördern. Das wird damit natürlich auch erreicht.
Ich habe noch den Punkt Nachhaltigkeit fördern mit reingenommen. Was meine ich damit? Ich hatte erst letztens wieder eine Präsenzveranstaltung und habe ganz klassisch mit Papierkärtchen ein Brainstorming gesammelt, dann vorne aufgeklebt. Und da ist mir wieder aufgefallen, was das doch für eine Verschwendung ist, dann beim Rausgehen die ganzen Papierkärtchen wieder einfach in den Müll zu werfen. Die Klusion kann deshalb auch durchaus nachhaltig sein, weil das, was wir digital machen, können wir gut speichern, ablegen, im Grunde für die Ewigkeit archivieren, ohne dass es irgendwo im Schrank oder letztlich doch im Mülleimer landet. Deshalb vielleicht heutzutage auch kein so unwichtiger Aspekt, sowas wie Nachhaltigkeit. Ja, ein bisschen Theorie, ich hoffe nicht zu viel. Weil es eben ein sehr neuer Begriff ist, es gibt so etwas wie ein Fünf-Ebenen-Modell deklusiven Lehrens und Lernens. Das möchte ich Ihnen einmal so ein bisschen zeigen, um dann das, was Sie heute hören, auch etwas zu verorten. Diese Ebenen ja, meinen im Grunde verschiedene Dimensionen. Auf der ersten Ebene finden wir sowas wie assistive Technologien, das heißt die Nutzung von Medien, um Beeinträchtigung und Benachteiligung zu kompensieren. Ich meine, dass das ein Bereich ist, den wir schon relativ lange kennen und relativ lange haben, der aber eher nicht im Mainstream verortet ist, sondern der eher so in spezifischen Nischen schon sehr lange einfach existiert mit diesen assistiven Technologien. Jetzt geht deklusive Lehre aber weit darüber hinaus und kommt dadurch mehr in den Mainstream, dass es nicht nur diese erste Ebene gibt. Die zweite Ebene meint adaptives Lernen, also Medien als Lernmittel. Ich glaube, das ist etwas, was uns allen seit der Pandemie spätestens total präsent ist. Es gibt immer wieder neue Tools, die irgendwie vorgeschlagen werden, die man zur Lehre verwenden kann. Ich glaube, da kennen Sie selber ganz viele Beispiele. Diese Tools sollen eben das Lehren und Lernen vereinfachen. Wie gesagt, auf die Beispiele gehe ich jetzt nicht ein. Es ist aber schon so, dass ich das Gefühl habe, wenn wir über deklusives Lehren und Lernen sprechen, dass dann gerade diese Ebene ganz häufig vorkommt. Sie finden viele Fortbildungen zu bestimmten Tools, zum Einsatz bestimmter Tools, auch zum Einsatz bestimmter Tools im Hinblick auf Differenzierung und heterogene Lerngruppen. Deshalb habe ich mich heute ganz bewusst entschieden, diese Ebene nicht in den Fokus zu stellen, sondern eher eine andere. Die dritte Ebene dreht sich um Kollaboration. Da geht es eben darum, wie kann ich mithilfe von Medien die Zusammenarbeit fördern. Auch ein ganz wesentlicher Punkt. Dann kommt die vierte Ebene, Organisation, Mediennutzung zur Organisation von Lehrbetrieb, Tätigkeiten, Verwaltung, Evaluation und Vernetzung. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema, wo wir, glaube ich, noch recht am Anfang stehen, aber was jetzt auch immer populärer wird. Und fünfte Ebene ist eine Art Metaebene. Im Grunde Richtung Medien- und Digitalisierungskompetenz. Das ist das, was ich gerade auch bei den Vorteilen hatte, dass eben auch sowas wie Mediennutzung gelernt, gelebt, ja, irgendwie vermittelt werden muss. Jetzt wollte ich mich so ein bisschen an dieser Metapher des Snacks entlanghangeln und dachte, anstatt ganz, ganz langer Theorie, nehme ich eine Art Grundrezept für diesen Digi-Snack, dass Sie wissen, wo wir uns hier so ein bisschen bewegen. Ich habe ja gerade gesagt, dass ich mich extra dafür entschieden habe, dieses Fünf-Ebenen-Modell nicht auf die Tools zu fokussieren, sondern ich habe mir hier die Ebene dieser Organisation rausgesucht und zwar ganz konkret eine Art Vorstufe, bevor es überhaupt an das konkrete Lehren geht. Zum Beispiel durch Diagnostik individueller Lernvoraussetzungen und Bedürfnisse. Also möchte ich meine Lehre ausrichten an den Studierenden, muss ich natürlich erstmal Dinge über die Studierenden auch erfahren und diese Lerngruppe auch irgendwie kennenlernen. Und dann ein Begriff, der auch eher verschult ist, Classroom Management. Wie gesagt, das kennen wir eigentlich eher aus dem Lehramt, aus der Schule. Aber letztlich ist, glaube ich, das auch etwas, was jeder Lehrende auch irgendwie entweder bewusst oder unbewusst eben auch im Seminarraum tut. Das heißt, wir versuchen, eine gute Lern- und Lehratmosphäre herzustellen. Und das soll heute so ein bisschen im Fokus stehen, zu gucken, wie kann diese möglichst deklusiv stattfinden, wie kann man die überhaupt erstmal erschaffen. Jetzt ist mir, als ich mich am Anfang damit begonnen habe zu beschäftigen, aufgefallen, dass das kein neuer Gedanke ist, sondern dass wir das in ganz vielen Modellen wiederfinden, mit denen wir vielleicht schon länger arbeiten. Ich glaube, ganz populär ist das Universal Design for Learning. Da finden wir auch ja, ganz viele Aspekte, aber einer geht genau in diese Richtung, dass man erstmal eine Lehr- und Lernatmosphäre schaffen muss, in der sich alle sicher fühlen, in der sich alle
ja, irgendwie frei äußern können, in der man einfach Lust hat, sich auch zu engagieren. Das taucht da genauso auf. Dann gibt es so etwas, was Stufenmodell des Online-Lehrens und Lernens heißt. Da wird eben geguckt, was für Stufen sind erforderlich, um digital gut lernen zu können. Und ganz am Anfang auf Stufe 2 finden wir den Begriff Online-Sozialisation. Das geht genau in die gleiche Richtung. Das heißt, bevor online gut gelernt werden kann, muss man es erstmal schaffen, überhaupt zur digitalen Kooperation zu befähigen und zu motivieren. Ich glaube, das kennen wir auch alle ein bisschen, gerade als es so anfing, dass Lehre über Zoom stattfand, war so ganz viel die Diskussion auch so unter meinen Kolleginnen und Kollegen. Ach, in Zoom kriege ich die Leute überhaupt nicht motiviert, teilzunehmen. Die machen die Kamera aus und ich spreche zu schwarzen Kacheln. Und die Interaktion ist einfach nicht die gleiche wie im Präsenzraum. Das kennen Sie mit Sicherheit auch. Und das ist genau dieser Aspekt, dass wir online nochmal ganz besondere Herausforderungen haben, diese vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen, weil es eben doch anonym ist, ne? Also wer arbeitet schon vertrauensvoll mit schwarzen Kacheln zusammen? Es ist online einfach nochmal viel, viel schwieriger. Und dieser Schritt muss eigentlich erst passieren, bevor wir miteinander zusammenarbeiten wollen, dass wir auch online versuchen, irgendwie ja so eine Basis dafür zu schaffen. Okay, dann habe ich noch einen letzten Baustein dafür. Es wären die Kompetenzen in der digitalen Welt gemäß KMK-Empfehlungen oder gemäß KMK. Da finden wir den Aspekt des Kommunizierens und Kooperierens. Da geht es eben darum, dass eine wesentliche Fähigkeit zukünftig ist, dass wir auch im digitalen Raum zusammenarbeiten, austauschen können. Apropos austauschen, ich sehe so mit einem Auge genau im Chat, dass der Link irgendwie wohl nicht geht. Da kümmern wir uns natürlich noch drum. Das heißt, Sie werden das auf jeden Fall irgendwie bekommen. Da schauen wir gleich im Nachhinein, was da irgendwie schiefgelaufen ist. Okay, das war jetzt im Grunde auch schon der Theorieteil. Das heißt so ein bisschen, worum soll es heute gehen? Was ist so die Richtung? Vielleicht erstmal ganz allgemein so ein paar, ja, so ein Übergang zur Praxis. Da habe ich so drei, ja, Regeln oder drei Statements aufgestellt. Das erste wäre, dass wir deklusive Lehr- und Lernvoraussetzungen berücksichtigen sollten. Ich glaube, da sind wir in dieser Reihe des DigiSnacks alle sehr einig drüber. Der zweite Punkt ist, schaffe eine positive Beziehungskultur und Lernatmosphäre, die die Teilnehmer auch im digitalen Raum dazu motiviert, zu partizipieren und zu kollaborieren. Und da wollen wir gleich eben ein bisschen drauf gucken, wie kann das gehen. Und nutze das Potenzial digitaler Medien zielgerichtet und bewusst. Das heißt, natürlich sind viele Tools auch eine schöne Spielerei und interessant, aber wir wollen ja gucken, wie können wir diese Tools und diese Mittel auch einsetzen, eben um etwas zu erreichen in Richtung Inklusion und Heterogenität berücksichtigen. Jetzt könnte man natürlich sagen, man könnte ja auch deklusive Lernvoraussetzungen vorab einfach direkt abfragen, auch wunderbar digital. Das heißt, Sie können, ich weiß, dass manche das auch so tun, einfach einen Fragebogen entwerfen, bevor das Semester losgeht und den an die Studierenden schicken und da bestimmte Lernvoraussetzungen direkt abfragen. Ich weiß nicht, wie gut das bei Ihnen funktioniert. Ich habe ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass es da mehrere Probleme gibt. Zum einen ist das Preisgeben von bestimmten persönlichen Informationen eigentlich auch schon daran gebunden, dass ich eine gewisse Beziehungskultur habe und dass schon eine bestimmte Community vorhanden ist, die natürlich noch nicht da sein kann, wenn man sich noch gar nicht kennt. Das heißt, Sie kriegen vielleicht nicht den Rücklauf, den Sie sich wünschen würden. Und Sie kennen ja auch diese ganzen Statistiken, dass die Heterogenität unter den Studierenden ja mehr umfasst als beispielsweise körperliche Behinderung, die man auf den ersten Blick vielleicht sieht. Über manche Dinge wird halt nach wie vor nicht gern gesprochen. Das heißt, es gibt da immer noch viele Tabus unter diesen Heterogenitätsdimensionen. Und deshalb ist meine Erfahrung, dass man an manche Informationen einfach nicht gut drankommt, bevor man nicht diese Beziehungskultur hat. Und das ist natürlich ein Paradoxon. Also wie soll ich auf bestimmte Dinge eingehen, wenn ich sie vorher nicht weiß, aber gleichzeitig soll ich schon eine gute Beziehungskultur haben, um sie zu erfahren. Also funktioniert das mit dem digitalen Abfragen oft nicht. Das nächste ist, das wissen Sie sicherlich auch schon, das Erheben deklusiver Lernvoraussetzungen bewirkt nicht automatisch ein deklusives Lernklima.
Das heißt, wenn Sie es mit einem Fragebogen erheben und Sie haben die Ergebnisse, dann ja, haben die Studierenden erstmal gut kooperiert und haben Ihnen vielleicht manche persönlichen Dinge auch mitgeteilt. Aber das bewirkt ja jetzt erstmal bei den Studierenden kein positives Lernklima an sich. Deshalb habe ich hier ein paar Alternativen in dem Praxisteil zusammengestellt, wie man sowas machen kann ohne diesen direkten Fragebogen. Ein paar Sachen werden wir vielleicht gleich auch zusammen ausprobieren können. Ein paar Sachen stelle ich Ihnen einfach so vor. Sie finden auch in der Präsentation manchmal Links, sodass Sie das auch in Ruhe nochmal angucken können. Aber wir gehen einfach mal durch und schauen mal, wie wir so zeitlich hinkommen. Ein Klassiker, den ich, glaube ich, inzwischen immer nutze, ist der Vorstellungsthread. Haben Sie vielleicht auch schon mal ausprobiert. Sie nutzen ja vermutlich irgendeine Plattform für Ihr Seminar. In unserem Fall ist es dann OpenOLAT. Und ich lasse immer am Anfang eine Art Forum-Thread erstellen, wo man sich selber vorstellen soll. Das kann man auch ganz toll schon vor Semesterbeginn machen. Mein Tipp ist, gehen Sie mit gutem Beispiel voran. Foren funktionieren dann am besten, wenn sie schon funktionieren. Das heißt, wenn es total leer ist und keiner hat einen Beitrag geschrieben, sind die Hemmungen auch viel größer, was zu schreiben. Das kann man ganz gut umgehen, indem man erstmal selber einen eigenen Beitrag schreibt, also sich selber in dem Forum vorstellt und dann eben die Studierenden bittet, das auch zu tun. Man kann dem Ganzen ein bisschen Struktur geben. Das kann so sein, dass Sie eine Art Steckbriefstruktur vorgeben, was denn in den Vorstellungsbeitrag geschrieben werden soll. Sie können aber auch einen bestimmten Auftrag setzen. Hier so ein paar Beispiele, die ich auch schon selber ausprobiert habe. Sowas wie, poste ein Foto von deinem Lieblingsarbeitsplatz. Das war natürlich gerade im Zuge von Corona, wo der Arbeitsplatz eben nicht in der Uni war, sondern zu Hause, war das ein ganz schöner Einstieg eigentlich. Und dann kann man natürlich ins Gespräch kommen, was macht diesen Platz für dich besonders? Manche lernen gerne im Garten, manche auf dem Bett, manche haben den Schreibtisch irgendwie besonders eingerichtet. Da erfährt man eigentlich dann auch immer schon ganz viel, ohne dass man ganz plump und direkt irgendwas abfragen muss. Dann habe ich auch schon öfter gemacht, posten Sie einen Screenshot von Ihrem Handy-Startbildschirm und stellen sich damit vor. Jetzt könnte man ja meinen, das ist ja total intim, das wird bestimmt keiner machen. Also doch, ich habe bei diesen Vorstellungsaufgaben einen sehr, sehr hohen Rücklauf. Also vielleicht entziehen sich ein oder zwei, die würde ich dann auch nicht persönlich ansprechen und sagen, mach das doch bitte, sondern ich schreibe allgemein eine Mail, bitte schreiben Sie doch einen Beitrag. Und eigentlich machen das auch fast immer alle. Jetzt kann man beim Handy-Startbildschirm, das wissen Sie ja auch, durchaus auch vorher sein Startbildschirm ein bisschen aufräumen, wenn man irgendwas Bestimmtes nicht preisgeben möchte. Aber wie gesagt, die meisten machen das. Und dann kann man darüber auch ins Gespräch kommen. Ne, habe ich zum Beispiel eine Kochbuch-App vorne drauf oder so. Oder Urlaubsfotos von einem bestimmten Urlaubsziel als Hintergrund, also das Meer oder so. Haben es vielleicht auch mehrere und kommen direkt ins Gespräch. Funktioniert eigentlich auch sehr gut. Oder sowas wie poste die Aussicht aus deinem Arbeitszimmer. Das kann auch manchmal ganz interessant sein. Klar, kann natürlich wieder sein, dass jemand es nicht möchte, dass man vielleicht genau erkennt, wo der wohnt. Dann macht das halt eben nicht oder macht einen Platzhalter oder so. Aber das sind immer so Dinge, die Leute oft interessant auch finden und wo dann auch die Forenbeiträge aufmerksam gelesen werden, weil man einfach auch neugierig ist, wer sitzt denn da so im Seminar. Ja, hier habe ich noch mal ein anderes Beispiel mit reingepinnt in diese Folie. Ich habe das auch schon mal mit Hilfe von Padlet gemacht, also nicht mit dem Forum in OpenOLAT, sondern Padlet erstellt. Das war, glaube ich, eine ganz große Vorlesung, wo es sehr viele Studierende gab. Da fand ich es besonders schwierig mit dem Vorstellen und dem gegenseitig Kennenlernen. Sie kennen ja vielleicht die klassische Vorstellungsrunde. Naja, mit 15 machen Sie es vielleicht noch, aber mit 50 oder mehr müssten Sie mehrere Seminarsitzungen mit der Vorstellungsrunde füllen. Und das fand ich, war so ein schönes, buntes Bild, was man einfach sich in Ruhe mal durchscrollen konnte. Und Padlet ist ja auch unendlich, das heißt, Sie haben ja im Grunde eine unendliche Pinnwand. Und da war der spezielle Auftrag, man sollte ein Foto von seinem Hobby als Bild, als Aufhänger nutzen und dann den Steckbrief und sich eben vorstellen.
Was Sie hier sehen, ist tatsächlich das originale Padlet. Deswegen habe ich die Namen mal rausgenommen. Und da sieht man, dass man das ja durchaus auch selbst gestalten kann. Das heißt, man kann sein Hobby tatsächlich fotografieren, also sich selber beim Ausüben des Hobbys. Man kann aber natürlich auch solche Symbolbilder wie für Musik, die Kopfhörer oder so, nehmen, wenn man das nicht so persönlich gestaltet haben möchte. Und dann darunter eben das Übliche, ne? Wer bin ich, was studiere ich, vielleicht was zu dem Hobby, das man gepostet hat. Und ja, das wird auch sehr gut angenommen. Das lesen auch immer alle total gerne. Und auch später, wenn man dann sagt, bildet Gruppen oder so, dann gucken die da gerne mal rein, um auch zu sehen, wer verbirgt sich denn hinter dem Namen? Was ist das denn für eine Person eigentlich? Das ist immer ein ganz guter Icebreaker. Ja, dann bin ich ein bisschen chronologisch weitergegangen. Was könnten Sie in der ersten Sitzung machen, in Klammern in der digitalen? Das ist ja mittlerweile, weicht das ja auch ein bisschen auf. Da habe ich als Beispiel eine Runde Kennenlernen-Bingo statt einer klassischen Vorstellungsrunde. Bewährt sich auch dann, wenn Sie nicht ganz so viel Zeit haben, dass jeder sich einzeln vorstellt und Sie aber trotzdem etwas erfahren wollen und die Leute auch schon etwas in Kommunikation bringen möchten. Ich habe das Kennenlern-Bingo nicht erfunden, sondern Sie sehen hier auch den Link, wo es herkommt. Man kann aber natürlich bei diesem Bingo verschiedene Aspekte selber modifizieren, die man vielleicht erfahren möchte. Also man kann das natürlich ein bisschen beeinflussen. Ich versuche mal, wenn ich draufklicke, ob ich Ihnen das wenigstens einmal zeigen kann. Spielen können wir es leider heute nicht, weil das zu lang dauern würde. Ich schaue mal, ob das klappt. Ich hatte es nämlich gerade auch schon vorbereitet, irgendwo offen. Also Bingo, ich weiß nicht, ob Sie so Bingo-Spieler sind. Wahrscheinlich ist es die falsche Generation, aber Bingo funktioniert ja so, dass Sie Felder haben und Sie müssen im Grunde mehrere richtige in den Feldern erwischen. Jetzt möchte die Technik das nicht ganz so, wie ich das möchte. Vielleicht kann ich es Ihnen auch nicht einfach so ad hoc zeigen. Ich schaue mal. Ich vielleicht hier einmal. Ups, doch, hier oben, wenn die Leiste mal weggehen würde. So. Nee. Doch hier. So, jetzt sollten Sie das Bingo eigentlich sehen. Es besteht aus 3x3 Feldern. Und in den Feldern kann man reinschreiben, was immer man reinschreiben möchte. Ich habe jetzt so eine Art Aufgabe: Finden Sie eine Person, die, und dann können Sie verschiedene Sachen einsetzen. Ich habe sowas wie jemanden, der in einem Sportverein ist, jemanden, der mindestens 6 Monate im Ausland gelebt hat, jemanden, der keinen Kaffee trinkt und so weiter. Und die Aufgabe ist dann in Breakout Rooms oder in Kleingruppen, wenn es eine Präsenzveranstaltung ist, dass man im Grunde mit diesem Zettel miteinander ins Gespräch geht und einfach guckt, dass man 3 Treffer in einer Reihe landet. Und ja, das macht, glaube ich, die Motivation und den Anreiz ein bisschen. Man spricht vielleicht auch über andere Dinge, als man sonst sprechen würde. Und jetzt kann man natürlich sagen, wer ein Bingo hat, hat dann gewonnen und dann ist Schluss. Man kann aber auch sagen, man soll möglichst viele Bingos treffen, also möglichst viele Treffer. Sie können natürlich den Schwierigkeitsgrad auch ein bisschen bestimmen, indem Sie das mittlere Feld zum Beispiel sehr schwierig machen oder so. Also das hat durchaus Potenzial, da auch ein bisschen was Unterschiedliches zu machen. So, jetzt schaue ich mal, ob Sie wieder da sind, wo wir waren. Okay, ich glaube ja. Gut. Es ist nicht ganz so zeitaufwendig wie eine Vorstellungsrunde und ja, die Teilnehmenden erfahren auch schon ganz viel übereinander und sie erfahren auch ganz viel. So, das werden wir jetzt, glaube ich, nicht ausprobieren können, weil es zu lange dauert, aber ich möchte es Ihnen zumindest vorgestellt haben und Sie können das ja per Link sich ganz in Ruhe dann auch nochmal ansehen. Das habe ich auch schon in ein paar ersten Sitzungen gemacht und zwar gibt es unter dem Link, den Sie hier sehen, eine Art kollaborative Landkarte und ich lasse dann die Studierenden auf dieser Landkarte markieren mit solchen PIN, mit solchen digitalen Markern. Entweder wo sie wohnen, wo ihre Heimat ist, wo sie herkommen. Aber man kann auch sowas wie Lieblingsort, also vielleicht für Hamburger Studierende, was ist dein Lieblingsort in Hamburg oder so? Und dann kann man auf diese Karte Marker setzen. Man kann die auch beschriften, also entweder seinen Namen oder sonst irgendwas. Und dann kann man das zusammen halt kollaborativ anzeigen und sieht die Marker der anderen.
und kann sich vielleicht darüber vorstellen oder darüber ins Gespräch kommen. Ich glaube, ich habe es bis jetzt hauptsächlich mit Wohnort und Heimat gemacht, immer so in den ersten Sitzungen. Das war eigentlich auch ganz interessant, weil man dann direkt auch ins Gespräch kommen konnte. Also sowas wie, bist du fürs Studium hierher gezogen? Wie lange wohnst du da schon? Fühlst du dich da wohl oder sowas? Es führte eigentlich immer zu ganz guten Gesprächen. Ich habe zum Beispiel im letzten Semester von vielen Studierenden erfahren, dass ein Qualitätskriterium, ob sie sich in ihrem Wohnort wohlfühlen, ist, ob sie in Jogginghose rausgehen können. Das haben mir ganz viele gesagt, dass sie deshalb zum Beispiel den Stadtteil so schätzen, weil sie da in einer Jogginghose zum Kiosk gehen können oder zum Bäcker gehen können. Da erfährt man halt dann auch schon viel über Studierende. Sie erfahren übereinander ganz viel und es ist eigentlich ein ganz schöner Einstieg. Wie gesagt, wir probieren es jetzt nicht aus in einem kleineren Seminar oder mehr Zeit, hätte ich es mal gesagt, dass Sie sich da mal eintragen können. Ich meine, Sie können es jetzt trotzdem gerne machen, Sie können es gerne aufrufen. Die anderen sehen ja, wenn Sie was markieren, da gibt es dann eine Option Add Marker und Sie können den Marker setzen. Ich würde es jetzt nur nicht über Bild teilen, gemeinsam besprechen, weil das zu lange dauert. Aber wie gesagt, wenn Sie Lust haben, dann machen Sie es einfach und dann können Sie ja sehen, was die anderen gemacht haben. Vielleicht wäre hier dann eine gute Fragestellung, markieren Sie Ihren Arbeitsort, das ist vielleicht nicht zu intim, ne, an welcher Hochschule Sie tätig sind, können Sie da auch ganz gut. Meinen eigenen habe ich auch schon reingesetzt, das heißt, vielleicht ist das eine ganz gute Sache, das mal auszuprobieren. Es funktioniert technisch auch erstaunlich gut, ich hatte noch nie irgendwelche Pannen, es ist eigentlich ein ganz schönes Tool. Dann kommen wir ein bisschen chronologisch weiter von der ersten Sitzung weg. So ein bisschen, was kann ich in jeder Sitzung machen, also nicht nur in der ersten. Vielleicht kennen Sie das ein bisschen gerade in Zoom-Sitzungen. Entweder die Leute trudeln zu spät ein, weil man immer so das Gefühl hat, okay, man sitzt ja eh zu Hause, muss sich nicht auf den Weg machen. Oder die sind schon vorher irgendwie da, aber gerade in Zoom-Sitzungen lohnt sich das frühe oder pünktliche Kommen oft nicht, weil faktisch wird nicht gesprochen, wie es im Präsenzraum wäre. Da kommen die Leute vielleicht zu früh und fangen an, sich zu unterhalten, bilden Gruppen, Kennenlerngespräche finden statt. Das haben sie in digitalen Veranstaltungen ganz oft nicht. Wer früher da ist, muss halt länger warten und guckt auf schwarze Kacheln. Das kann man ein bisschen auffüllen, indem man vielleicht Musik abspielt. Das ist natürlich in Präsenz genauso denkbar. Man kann ein bisschen Musik abspielen. Das muss ja jetzt nicht Techno sein, sondern irgendwie so Lounge-Musik oder so. Fühlt man sich ein bisschen zwar wie im Fahrstuhl, aber meistens finden viele das auch ganz entspannend. Ich habe auch schon viele Zoom-Sitzungen gehabt, wo ich kleine Tanzeinlagen gesehen habe auf den Videobildschirmen. Oder zu Weihnachten vielleicht mal ein Weihnachtslied, finden eigentlich meistens alle ganz gut. Was natürlich auch geht, ist sowas wie ein Cartoon, ein Zitat. Vielleicht finden Sie ja ein Zitat, was zum Thema des Seminars passt, worüber man vielleicht schon mal nachdenken kann, sich unterhalten kann. Ein Rätsel, irgendetwas, was die Leute vielleicht schon mal beschäftigt und motiviert, auch pünktlich zu kommen, früher zu kommen oder vielleicht auch schon miteinander auch im Chat ins Gespräch zu kommen. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Dann gibt es so klassische Diskussionsimpulse, die man in den Chat stellen kann. Hier habe ich ein paar Beispiele auf einer Skala von 1 bis 10, wie müde, gestresst, happy bist du heute? Oder sowas wie, was gab es heute zum Mittag bei dir? Ich habe Ihnen noch so zwei Links hier hingestellt. Die werde ich jetzt aus technischen, praktischen Gründen jetzt auch nicht aufrufen. Aber das sind so Generatoren mit Zufallsfragen, einmal auf Englisch und einmal auf Deutsch. Das heißt, man kann da auf so einen Mischbutton drücken und dann kommt irgendeine Reflexionsfrage, sowas wie, was ist das letzte Buch, was du gelesen hast? Oder irgendwie sowas, oder Strand oder Berge zum Urlaub fahren. Und dann kann man das im Chat einfach schon mal diskutieren, bevor die Veranstaltung anfängt. Oder man macht mal so offene 5 Minuten am Anfang, wo man sich über irgendwas austauschen kann. Sie könnten natürlich genauso in der Präsenzveranstaltung diese Frage vorne einblenden, bevor es wirklich losgeht, dass die Leute vielleicht einen Diskussionsimpuls haben. Vielleicht mögen Sie einmal in den Chat selber schreiben, auf einer Skala von 1 bis 10, wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Lehre? Je höher die Zahl, desto zufriedener. Vielleicht können wir das einfach mal ausprobieren. Ah. Ich sehe eine gewisse Homogenität.
In dem Fall ist es aber gar nicht so schlecht, weil hier Zahlen zwischen 7 und 8 auftauchen. Wenn 10 das höchste ist, dann ist das ja schon wirklich, wirklich nicht schlecht. Ja, super. Ja, warum ist das gut oder wofür macht man sowas? Je nachdem, was für eine Frage Sie stellen, haben Sie auch schon mal einen ganz guten Eindruck, mit welcher Stimmung Sie vielleicht auch rechnen können. Also wenn Sie jetzt sowas fragen wie, wie gestresst bist du heute auf einer Skala von 1 bis 10, 1 gar nicht, 10 super gestresst und ganz viele Studierende schreiben 9 oder 10, dann wissen Sie vielleicht auch, wenn die Beteiligung dann in dem Seminar nicht so hoch ist oder irgendwas, dann wissen Sie vielleicht auch, woran es liegt oder können methodisch auch darauf eingehen. Oder vielleicht kann man ja auch ein Gespräch anfangen, was liegt gerade an, warum sind Sie alle so gestresst, was ist gerade eigentlich los. Vielleicht kommt man dann auch ein bisschen ins Gespräch, sind ja so Klassiker manchmal wie Prüfungszeiträume oder so, wo man dann vielleicht auch drüber sprechen kann oder darauf eingehen kann. Und ich glaube, man selber hat ja dann auch eine Plattform und kann selber auch sagen, ich bin heute mega im Stress oder so. Ich glaube, das ist auch ganz gut für die Beziehungskultur, wenn man als Lehrender auch von sich sowas preisgibt und darüber auch ins Gespräch kommen kann. Dann habe ich etwas, wo man sagen könnte, das ist ja mega ausufernd. Muss man das machen? Nein, das muss man natürlich nicht machen. Ich habe es aber schon mehrfach gemacht. Wenn man mehr Zeit investieren möchte, habe ich den Studierenden in Kleingruppen die Aufgabe gegeben, dass die ein Teamlogo oder Teamwappen erstellen sollten, zusammen auf Basis der Gemeinsamkeiten der Gruppe und natürlich auch der Unterschiede. Man muss mehr Zeit investieren, weil die da natürlich Zeit für brauchen. Das machen die nicht in 5 Minuten, sondern da brauchen die schon fast die ganze Sitzung für oder auch die Zeit zur nächsten Sitzung. Ich habe aber durchaus festgestellt, dass da, wo ich es gemacht habe, hatte ich den Rest des Semesters überhaupt keinen Stress mehr mit Gruppenarbeiten. Also da, wo ich das am Anfang mache, laufen die Gruppenarbeiten wesentlich besser. Ich habe wesentlich weniger Dropout, also es gehen mir weniger in den Gruppen verloren. Die Gruppen bringen sehr gute Ergebnisse und arbeiten einfach sehr viel besser zusammen. Das kann jetzt natürlich Zufall sein. Ich habe das jetzt nicht systematisch irgendwie erhoben, habe aber sehr gute Erfahrungen einfach damit. Weil es so zeitaufwendig ist, muss man sich das natürlich gut überlegen. Das heißt, ich mache es vor allem in den Seminaren, wo ich weiß, dass ich das ganze Semester in festen Gruppen arbeiten will. Also wenn Sie wissen, dass Sie nur einmal kurz zwischendurch mal eine Gruppenarbeit haben, ist das vielleicht ein bisschen zu viel des Guten. Aber wenn ich weiß, ich will das ganze Semester, vielleicht ein Projektseminar oder so und die arbeiten in der Gruppe kontinuierlich dann fest zusammen, dann ist das eine gute Sache, das am Anfang mal zu machen. Jetzt sehen Sie hier ein Ergebnis, das ist tatsächlich auch von Studierenden so entstanden. Ich wollte das mal so als Beispiel geben. Ich stelle den Studierenden auch immer frei, ob sie das digital erstellen möchten oder einfach auf dem Blatt Papier zeichnen, als Collage machen wollen, wie auch immer. Die haben sich jetzt hier für digital entschieden. Die haben als Sinnbild einen Baum genommen. Und jeder Studierende hat im Grunde so einen großen Ast für sich genommen und an dem Ast sind farbig passend zu der Person, also so als Set, bestimmte Eigenschaften der Person auf Blättern drauf. Also einer hat zum Beispiel gelb und hat dann auf einem Blatt sein Alter, auf dem anderen Blatt sein Studiengang und so weiter. Und das haben dann alle eben in den entsprechenden Farben für sich gemacht. Die Namen stehen jetzt daneben, die habe ich jetzt natürlich unkenntlich gemacht, aber so als Baumsymbol eben. Und was ich noch ganz cool fand, war die Hände unten. Also neben dem Baum rechts und links sind Hände abgebildet mit bunten Punkten, die zu den Farben in dem Baum passen. Denen ist in der gemeinsamen Arbeit aufgefallen, dass manche Rechtshänder und manche Linkshänder sind. Jetzt kann man ja sagen, Banalität, wen interessiert das? Aber gleichzeitig ist das ja, glaube ich, auch ein Aspekt, den Sie ja in der normalen Vorstellungsrunde würden Sie sich ja niemals vorstellen, ich bin Frau Müller und ich bin Rechtshänder, wird es einfach nicht so das Übliche ist. Denen ist das aber bei der Zusammenarbeit an diesem Logo aufgefallen. Und die haben dann diese Hände abgebildet und mit den Farben kann man jetzt Rückschlüsse machen, wer jetzt Rechtshänder und wer jetzt Linkshänder ist. Und dann haben wir in der Folgesitzung uns dann Zeit genommen, diese Logos vorzustellen. Das heißt, die machten keine klassische Vorstellungsrunde und sagten nicht nur ihren Namen, sondern die stellten eben dieses Wappen vor und ihre Eigenschaften da drauf.
Jetzt haben die noch so ein bisschen so ein Motto dazu gemacht. Aber auf jeden Fall merkte man, dass die einen sehr intensiven Austausch dadurch hatten und über ganz viele Aspekte gesprochen hatten, die sie vielleicht so nicht miteinander besprochen hatten. Bei manchen kamen auch zum Beispiel gemeinsame Handicaps raus, die man auch nicht auf den ersten Blick sehen konnte, wo man vielleicht so auch nicht drüber gesprochen hätte, wo ich natürlich als Lehrende dann auch zuhöre und das auch mitbekomme, was die dann vielleicht auch für Bedürfnisse haben könnten oder was die für Interessen haben könnten. Ist eigentlich eine ganz schöne Sache, ist nur, wie gesagt, sehr, sehr zeitaufwendig. Aber bei mir hat es sich da gelohnt, wo dann eben viel Gruppenarbeit angesagt war. Dann möchte ich, das waren jetzt die ersten Schritte, dann möchte ich Ihnen auch so ein bisschen darüber hinaus, bevor wir gleich noch ein bisschen Gesprächszeit übrig haben, noch ein bisschen darüber hinaus nachdenken. Sie können natürlich über die ersten Schritte hinaus ganze Lehr- und Lernszenarien deklusiv konzipieren. Hier so ein paar Ideen zum Weiterdenken. Das ist ja oft auch so ein Problem, dass wir zwar Tools kennenlernen, aber es wird wenig darüber gesprochen, wie kann man die Tools in so ein gesamtes Lehr- und Lernkonzept eigentlich integrieren. Weil deklusive Lehre ist ja nicht ein Tool, sondern es ist ja eher das Gesamtkonzept. Deswegen hier so ein paar Beispiele oder Tipps zum Weiterdenken. Sie haben jetzt in diesem Vortrag den Book Creator auch ein bisschen kennengelernt. Das heißt, mit dem Book Creator kann man so multimediale PDFs erstellen. Das ist auch kostenlos. Viele von Ihnen haben ja auch schon das Thema Portfolioarbeit irgendwo mal kennengelernt, durchgeführt. Man kann Portfolioarbeit auch ganz wunderbar mit diesem Book Creator machen, weil man eben verschiedene Medien einbinden kann und kreativ sein kann. Das heißt, das ist eigentlich eine ganz schöne Sache. Ich habe den Book Creator im Seminar mal als Lesetagebuch verwendet. Also in einem Lektürekurs ging es darum, das, was man gelesen hat, irgendwie zu dokumentieren. Und das war dann als Leistung im Grunde auch eine Art Portfolioarbeit. Und dann sollten die eben mit dem Book Creator dieses Lesetagebuch anfertigen. Also zu jedem gelesenen Text ein oder zwei Seiten gestalten mit verschiedenen Medien. Das hat eigentlich auch ganz gut funktioniert. Wenn wir über Deklusion sprechen, hat der Book Creator natürlich ein gewisses Potenzial, weil man durch die unterschiedlichen Medien eben auch persönliche Stärken und Schwächen ein bisschen ausgleichen kann. Das heißt, ich kann mit Audios arbeiten, ich kann Podcasts aufnehmen, ich kann mit Videos arbeiten, ich kann die leicht einbinden. Funktioniert eigentlich ganz gut. Bei solchen Tools stelle ich es immer frei. Das heißt, wer es ausprobiert und feststellt, dieses Medium oder dieses Tool hemmt eher mein Lernen, ich komme damit nicht zurecht, der darf auch gerne ein anderes Tool wählen. Aber ich stelle es zumindest vor, gebe ein bisschen Anleitung und gebe den Studierenden die Chance, das damit auch zu machen. Es wird sich immer sehr positiv darüber geäußert und die finden es eigentlich mal alle recht gut. Ich gebe auch immer die Möglichkeit, in Gruppen zusammenzuarbeiten. Dann können diejenigen, die vielleicht nicht so technisch affin sind, mit denen zusammenarbeiten, die das vielleicht gerne machen, sodass vielleicht auch nicht jeder mit dem Tool hantieren muss, sondern man macht das dann eben gemeinsam und einer bedient das Tool, die anderen bieten dann die Bausteine dafür. Das klappt eigentlich ganz gut. Was ich auch schon mal gemacht habe, ist mit Actionbound eine digitale Schnitzeljagd zu machen. Das eignet sich, wenn Sie Lehrveranstaltungen haben, die Sie nicht im Seminarraum machen, sondern eben außerhalb. Bei mir war es ein Seminar, wo es um Sozialraum und Sozialraumerkundungen ging. Das eignete sich natürlich ganz hervorragend. Die klassische Schnitzeljagd kennen Sie ja bestimmt. Das heißt, man hat eine bestimmte Route und bestimmte Aufgaben an einzelnen Punkten auf dieser Route. Und Actionbound ist so konstruiert, dass man diese Route digital auf dem Handy macht. Das heißt, man hat die App und kann dann eine Route darauf entwickeln mit verschiedenen Aufgaben, Aufgabestellungen an verschiedenen Punkten, mit verschiedenen Aufgabenformaten von Multiple Choice über ich soll was fotografieren oder ich soll Audios aufnehmen, sowas wie nimm die Geräuschkulisse auf dem Marktplatz auf oder sowas zu einer bestimmten Uhrzeit. Man kann verschiedene Aufgaben damit einfach stellen. Ja, ein anderes Beispiel, lassen Sie Studierende neue Inhalte mithilfe von Erklärvideos verarbeiten oder präsentieren oder mithilfe von neuen Medien wie Twitter oder Instagram dokumentieren.
So kann man auch deklusiv arbeiten. Ist natürlich auch nicht jedermanns Sache, sondern man muss dann entweder auch Alternativen anbieten oder es vielleicht ein bisschen auffangen, weil nicht jeder mit jedem Medium gut umgehen kann, jetzt auch unabhängig von Handicaps. Das ist halt immer irgendwie so. Aber es können Medien sein, die man zur Auswahl stellen kann, um sowas zu machen. Also sowas wie Lernen durch Lehren ist ja ein ganz altes Konzept und das ist ja im Grunde neu aufgezogen, indem man einen Text liest und vielleicht dann ein Erklärvideo dazu macht. So kann man ja auch durchaus Informationen verarbeiten und auch selber in die Tiefe gehen. Dann habe ich noch was, im Grunde, heute sind wir beim Einstieg, ein Ausstieg in inklusiver Lehre. Das heißt, wie kann ich einen Abschluss schaffen? Wie kann ich eine Abschlussreflexion schaffen mithilfe von digitalen Medien und möglichst individuell? Es gibt etwas, was sich Mailnudge nennt. Das sollten Sie auch anklicken können, wenn Sie das Book dann hinterher haben. Es führt Sie zu einer Seite, die die Möglichkeit erschafft, sich selber eine E-Mail zu schreiben und das an die Zukunft zu datieren. Das heißt, ich kann vielleicht am Anfang des Seminars mir Ziele setzen oder am Ende des Seminars Ziele setzen, was habe ich mitgenommen, und mir die Mail ins nächste Semester zum Studienabschluss bis zum nächsten Praktikum vordatieren und dann schicken lassen. Und wenn ich nicht inzwischen die Mailadresse ändere, dann kriege ich diese Mail auch zu dem Zeitpunkt von mir selber verfasst. Eben so ein bisschen ans zukünftige Ich. Ist eigentlich ein ganz schönes Tool, weil es ein bisschen nachhaltiger ist, man irgendwann nochmal quasi von sich selber hört. Wenn ich am Ende des Seminars selber vielleicht Ziele für mich notiere, was habe ich aus dem Seminar mitgenommen, was möchte ich vielleicht im nächsten Semester vertiefen, ob man diesen Zettel dann im nächsten Semester nochmal auspackt oder wiederfindet, das ist ja oft das Problem. Wenn es eine Mail ist, die dann frisch im nächsten Semester bei mir im E-Mail-Eingang liegt, lese ich es vielleicht tatsächlich und mache vielleicht etwas draus. Es ist vielleicht nicht im Sinne von verschiedene Kanäle super deklusiv, aber es ist insofern deklusiv, dass sie sehr individuell arbeiten können. Das heißt, jeder kann seine persönlichen Ziele reinschreiben und seine persönlichen Dinge, ohne dass man es vielleicht mit anderen teilen muss. Okay, das wäre der Input so ein bisschen von mir. Ich weiß, dass das natürlich sehr viel gebündelt war. Das heißt, wenn Sie Fragen haben oder Anmerkungen, dann können Sie die gerne jetzt noch stellen oder natürlich auch zukünftig mit mir gerne in Austausch kommen.